40.000 Pflastersteine im Inventar, das ist egal. Ne, jedenfalls ist schon ein bisschen krank. Was das heutzutage schon für eine Technik ist, vor allem bloß in einem Handy. Die meisten sagen eigentlich, Handys sind ja bloß zum Telefonieren da. Aber, naja. So, jetzt renne ich erstmal hier wie falsch geht und her, sehe ich gerade. Ach nee, ich baue ja noch ein bisschen so eine Art Terraforming hier. So, dann du. Und wie schon gesagt, ich sag's gerne nochmal, Entschuldigung wegen der langen Pause. Ich musste jetzt aber wirklich mein komplettes Betriebssystem neu installieren. Na, kein Schaufel mit. Weil SSD neu geholt. Und. Oh, hat es ja eigentlich schon gesagt gehabt. Warum wiederhole ich mich eigentlich immer wieder? Egal. So, aber nichtsdestotrotz geht es weiter. So, Bienchen werden noch gemacht. Ah, verdammte Axt. So, kommt mal die Hälfte hier raus und dann kommst du hier rein und weiter geht's. Ja. Keine Ahnung, ob ich die Bienchen, die ich jetzt gleich schreddere, eigentlich brauche. Ist mir jetzt aber auch komplett egal. Ich habe genug von den Viechern. Oh, ich lagere ein bisschen Öl aus. Hier ist Lava drinne. Könnte man eigentlich machen. Jetzt ist glaube ich nicht synchron. Doch, eigentlich schon. Searchbug-Mode. Ach klar. Ja, ich sehe es. Ich habe nichts gesagt. Ne, Liquid DNA. Nee, die wollte ich, die brauche ich da. Das wollte ich raus haben. Verdammt, wie habe ich das jetzt wieder rein? Achso, ist voll. Gut, warte machen. Dann Fehler von mir. So und so. Ah, ich bin doch ein Idiot. Könnt ihr mir das mal sagen, dass ich ein Idiot bin? So, wie viel ist ein Platz? Gut, da passt um irgendwas rein. Na verdammt, wie macht man das gleich nochmal? Ach Mist, bauen wir noch ein paar Eimer. Mir jetzt egal. So. Oh, stimmt, ist es ja. Mhm. So, auf Lava bitte gehen, danke. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ja, Mann, ich muss echt mal dran denken, dass ich mit Edi das Liquid-Zeug da nie ausmache, sondern eben halt mit Escape. So, jetzt müsste eigentlich das wieder gehen, genau. Ich lerne es nicht. So. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hüpf. Danke. So, da kann ich ja den Tank dann voll machen. Und ich werde mich da noch dran setzen, die. Wie heißt's? Und das Glas weiterzumachen für den Tunnel. Weil wird Zeit, dass der mal gemacht wird. Ach, ich habe keine Lava mehr drin. Cool. Und trotzdem voll. Alter, wie kann das so schnell voll? Ach, ja. Gut. Doof. Stimmt, Cryosid läuft ja auch noch rein. So. So, und so.
So und so. Ah, wieder so viele Eier hier drin. Ich hab's mit Zielen, ohne Witz. Jetzt. So, hier ist da das Trap-Ding. So, mein Tool habe ich einstecken, meine Power Fist. So, jetzt geht's erstmal hier hinten weiter. Mann, ist mir warm auf einmal wieder geworden. So, reingesetzt müsste ich ja. Toll. So. Ach, es kann sein, dass ich bald ein neues Minecraft-Projekt anfange. Das läuft dann alles auf dem Server. Kumpel hat es mir angeboten, dass er eben halt für meine Aufnahmen in Root, also seinen Root mir zur Verfügung stellt. Finde ich toll. So wie ich es mitbekommen habe, streamt derjenige welche. Nee, das war er nicht. Gut. Da war ich jetzt falsch informiert. Gut, jetzt ist mein Strom alle. Sehr witzig. Ja, ich weiß nicht, ob das Problem immer noch herrscht, dass in Feed the Beast, also im Monster jetzt, diese Kristalle, diese Labatron-Kristalle eben halt immer noch nicht funktionieren. Das wäre richtig Mist. Und dann habe ich eben halt vergessen, jetzt so auf der Schnelle Minecraft eben halt meine 11 bis 12 Gigabyte Arbeitsspeicher zuzuweisen. Deswegen baut sich manchmal die Welt auch ein bisschen beschissen auf. Sorry der Ausdruck, aber ist nun mal so. Deswegen Basic Battery, da ist eine drinne. Hatte ich noch irgendwo eine andere? Jo, im Kopf. Ja gut, das klingt jetzt ein bisschen scheiße. Im Kopf habe ich eine Batterie. Egal. Ihr wisst, was ich meine. So, nichtsdestotrotz geht es eben halt jetzt da hinten erstmal weiter. Ich sehe aber auch keinen Status, dass ich aufnehme oder so. Das ist gerade irgendwie ein bisschen beschissen. Und im Fenstermodus will ich nie aufnehmen, weil das hat man eben halt den Fensterrahmen. Und das will ich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, lass es so. Wo verläuft eigentlich die Barsche? Ich muss dich ausmachen. Oh, jetzt kommt wieder der Zeitpunkt, wo ich nur sage, jetzt müsste ich eigentlich aufhören, Fenster aufmachen, weil mir verdammt warm ist. Aber ich glaube, das bringt bei der Temperatur draußen auch nichts. Weil wird ja Sommer. Beziehungsweise sind ja jetzt Zeit sommerliche Temperaturen. Okay, mein Inventar ist voll. Nee, wie schon gesagt, sind das sommerliche Temperaturen. Da bringt eben halt ein offenes Fenster auch nichts. Ich könnte meinen Deckenventilator anmachen, aber keine Ahnung, wie die sich das bei der Aufnahme dann anhört. Ich kontrolliere dann so oder so nochmal die Aufnahme. Ne? Also es geht jetzt nie direkt ans Schneiden, ans Rendern so oder so nie, weil das ist so oder so klar MP4. Das ist das Tolle am Shadowplay. Nichts mehr rendern. Einfach nur schneiden. Online stellen. Beziehungsweise hochladen und online stellen.
Das ist das Positive bei Shadowplay. Und ich habe ja vorher noch ein paar Testaufnahmen gemacht. Ich muss sagen, es ist eigentlich eine richtig geile Qualität. Irgendwie spackt bei mir sowieso gerade irgendwie die FPS-Anzeige rum. Dass die mir nie an. Ja, dass die mir nie angezeigt wird, aber. Ich weiß nicht, gefühlte viel. Wo auch schon im Überlegen, ob ich einfach nur Fraps im Hintergrund laufen lasse wegen meiner FPS. Aber mal so just for fun gucken. Aber dann habe ich mir gedacht, nö. Upsala. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. So. Und wie schon gesagt, was jetzt mit dem Let's Play hier wird, wird weitergeführt, definitiv. Ich hatte gesagt, ich mache es. Ich hatte ja auch geschrieben gehabt, dass ich eine Pause mache, weil Gedanken. Ich habe echt partout keine, also zurzeit zumindest keine Ideen mehr, was ich bauen könnte. Ist zwar immer noch so der Fall, dass ich wirklich null Ideen habe. Aber hört mich ja nie auf, hier jetzt weiterzumachen. Ich eidel im Endeffekt jetzt bloß rum. Das ist eigentlich alles bloß spontan, was jetzt passiert. Und naja, ich werde dann später so oder so nach der Aufnahme eben halt offline bzw. offscreen. Wie heißt das jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Weiter Glas verbrennen. Oder spielen sie die Skylines weiter? Woran ich eigentlich gerade auf. Also ich muss sagen, City Skylines ist eigentlich ein richtig geiles, geil gewordenes Spiel. Also, ja. Und das sagen zwar bestimmt einige, das ist ein Klon von SimCity, aber ja, mag schon irgendwo so sein. Ist aber ein gut gemachter Klon von SimCity. Finde ich zumindest. Also das, was die bei SimCity verhumst haben, haben die bei City Skylines richtig geil gemacht. Zum Beispiel eben halt die Wegfindung der KI oder das eben halt das Verkehrsproblem kann man beheben, wenn man sich dahinter klemmt. Wenn nicht, dann natürlich nicht, das ist ja klar. Aber es ist möglich. So, dann Haps und Haps. Es ist möglich, das Verkehrsproblem zu beheben. Aber naja, wie schon gesagt, das hat eben halt SimCity nicht geschafft. Oder haben sie es jetzt eigentlich mal gefixt? Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange, lange, lange kein SimCity mehr gespielt. Aber wie schon gesagt, da bin ich nie komplett hinterher. Also das ist grausam bei mir, ich weiß. Ich weiß noch, was ich zu machen habe. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach so. Schaut. Schauen, was hier hinten abläuft. Da würde ich auch noch eine normale Fackel hinsetzen. Hinten sind die zwei Arme. Hochala. Jede Menge Erfahrungspunkte liegen ja schon wieder drin. Wow, jede Menge Gegner stehen hier drin. Ja, warum das hier weit, nicht weiter fließt, ich kann es nicht sagen. Ob dürfte schon seinen Grund haben. Was haben die Klatsch?